Immer ein Mann sagen, wir Frauen hätten keinen Orientierungssinn. Ich bin einfach der Pechvogel des Jahres. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für ein Handy habt. Und mein Mann, der ist ja der Geilste, ne? Wann war das, Heidi, in der Steinzeit oder was? Ihr braucht dazu auch keine Naherfahrung, ja genau. Hallo, hallo meine Lieben. Ihr habt schon gemerkt, ich bin nicht zu Hause. Ich bin gerade eben in Gotha angekommen, in meinem Hotelzimmer. Wir haben es schon kurz vor 12, also in der Nacht. Und ja, dieses Wochenende wird wieder gedreht. Ich habe gedacht, ich nehme die Kamera mit. Eigentlich hätte das Ganze ja schon vor einiger Zeit gemacht werden sollen. Aber das hat ja nicht geklappt, weil irgend so ein Vollpfosten gemeint hat, er müsste das Auto aufbrechen vom Kamerateam und müsste deren Equipment klauen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Schaut gerne mal unten in die Infobox, wenn ihr jetzt nicht Bescheid wisst. Jedenfalls musste der Termin jetzt nachgeholt werden. Und ich musste halt jetzt extra wieder hierher kommen. Das ist halt für mich eine sehr, sehr weite Strecke. Und es ist halt Zeit, die drauf geht, gerade am Wochenende. Die Zeit ist mir eh heilig, ne? Ich habe gedacht, ich nehme die Kamera mit. Ihr freut euch da ja immer. Außerdem ist es was meiner Meinung nach ganz Interessantes, dass ihr da einfach mal mit dabei seid. Und ja, dass ich jetzt genervt bin, dafür kann natürlich keiner was, außer der Vollpfosten, der das Auto aufgebrochen hat. Denn diese Zeit hätten wir uns sparen können, diese Mühe, diese Geduld. Und so, außerdem bin ich ein bisschen ja, traurig noch dazu, weil ich meine Familie natürlich vermisse. Ihr wisst, wie das ist, ne? Und hier steht halt auch ein Zustellbett. Die letzten beiden Male, als ich meine Kinder mitgenommen habe, also je zwei Kinder, war kein Zustellbett da. Da wurde das immer vergessen. Heute bin ich ganz alleine und was steht da? Ein Zustellbett. Geil, geil, echt läuft. Okay, also ich muss jetzt noch schnell ein Thumbnail machen, damit das Video online gehen kann. Ich schminke mich ab und ja, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und lasst euch mal überraschen, was alles so passiert. Ich bin selbst gespannt und hoffe natürlich, dass alles gut läuft. Lassie! Hi! Hi, mein Schatz! Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich angekommen bin. Ich habe es gerade in deiner Insta-Story gesehen. Oh, echt? Oh, wie süß ja. Du bist! Ja, ich bin angekommen, mein Schatz. Bin kaputt. Gott sei Dank. Ja. Und war das Parkhaus weit entfernt? Nee, es geht. Also, ja. Aber das Licht ist ausgegangen im Parkhaus, während ich die Sachen ausgeräumt habe. Ich habe voll Angst gehabt. Echt? Hattest du Angst? Ja, ich habe voll Angst gehabt. Ja. Ich bin doch ein Schisser. Also, Lassie, schlaft gut. Ja, du auch. Okay, bis morgen. Bis morgen, ja. Tschüss. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save. When it gets dark, I'll take the blame for what we are. I'm not sure that we can keep getting out of emotion. Garage. Ich hasse es und wehe, das Licht geht wieder aus wie gestern. Also, los geht's. Und da bin ich. Ich bin angekommen im Modehaus Moses. Es ist total komisch, also weil halt hier wirklich keine Menschenseele rumläuft, außer dem Kamerateam, dem Hausmeister und eben die, die dafür zuständig sind, dass wir hier drehen können. Auch mal eine sehr witzige Situation. Und jetzt fliege ich hier gleich über das Kabel. Auch kein Problem. Wir starten mit der Kürbissuppe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles hier weiterläuft. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe gar nicht so gut geschlafen. Scheinbar hat mich die Geschichte mit der Tiefgarage so ein bisschen aufgewühlt. Aber egal. So, also, wir starten durch. Hier, so sieht das jetzt aus. Also, los geht's. So, Suppenvideo ist jetzt fertig. Leute, das ist so schlecht geworden. Das ist so richtig schlecht geworden. Das gefällt mir gar nicht. Aber gut, wir werden sehen, wie der Nico das zurechtschneidet. Ansonsten
muss ich ihn töten. Wir sind jetzt hier bei den Jacken. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Der eine Mitarbeiter, der eigentlich mitfilmen sollte, hat jetzt doch keine Lust mehr gehabt. Ich nehme jetzt den Hausmeister. Nee, eine Mitarbeiterin, die hilft mir jetzt. Wir drehen jetzt weiter und ja, dann melde ich mich nochmal bei euch. Kurze Mittagspause. Leute, ich bin durch. Und draußen ist so schönes Wetter. Es ist aber kein anderes mehr da. Was ist, soll ich euch sagen, was es gibt? Es gibt keine Kürbissuppe. Es gibt Pizza. Also wir lassen es uns jetzt schmecken und dann müssen wir weitere 4 Videos drehen. Oh mein Gott. Und der Videodreh geht weiter. Ich glänze hier voll, ne, weil das Licht so von oben kommt. Hier steht die Kamera bereit und hier die Lichter, über die ich gleich drüber fliege. Wir pimpen jetzt eine Jeanshose auf. Also ich hoffe, dass es jetzt hinhaut. Wir suchen noch die nötigen Accessoires. Und ja, dann geht's weiter. Und dem Kamerateam luchse ich dann noch diese Kamera hier ab. Ich hoffe, die haben das jetzt nicht gehört. Also. Später gehe ich hier mit großen Koffern raus, da ist er, der Kameramann. Wenn der wüsste. Nebenbei noch Snap. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu einem. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Heute habe ich ein richtig cooles DIY für euch. Und zwar habt ihr den Trend wahrscheinlich schon mitbekommen. Alle möglichen Kleidungsstücke sind schön verziert mit Perlen zum Beispiel oder mit Strasssteinchen. Hier habe ich zum Beispiel einen Pulli, da sind so schöne kleine Bommel dran. Aber wir machen uns das Ganze selbst. Wir personalisieren das Ganze. Kein anderer wird damit in der Stadt rumlaufen. Alles gut? Ja. Ja, Motzliese. War's gut? Ich habe zu schnell geredet wieder, ne? Fand ich gar nicht. War top, glaube ich. Ich fand's auch gut. Ich glaube, ich habe schon wieder zu schnell geredet. Nein. Filmst du gerade? Ja, ich filme dich die ganze Zeit. Du musst mir schon Bescheid sagen, damit ich dann gut aussehe. Du siehst gut aus. Sonst würde ich dich nicht filmen. Warte. Können wir das nochmal machen? Nochmal? Das war gut, glaub mir. Ich film dich so nah gerade. Steck, du wirst dich so tot lassen. Und das meine Nasenlöcher. Ich bin jetzt hier angekommen, immer im Auto. Wir haben es schon 5:30 und ich bin total kaputt, wie man wahrscheinlich sehen kann. Ne? Also wir waren sehr produktiv. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 Videos gedreht. Ich war ja schon um 10 Uhr hier. Da kam auch gerade das Kamerateam. Eigentlich wollten wir um 10:30 loslegen mit dem Drehen, aber das Kamerateam musste dann noch alles aufbauen. Die haben ja auch eine sehr, sehr weite Fahrt, aber das hat alles ganz gut gepasst. Das Problem ist einfach, dass ja, das noch in Kinderschuhen steckt. Also es läuft noch nicht ganz rund. Und ich möchte einfach ehrlich mit euch sein. Was soll ich euch das schön reden und sagen, wie toll es war? Es war natürlich toll. Alle sind super lieb, super sympathisch. Ich verstehe mich wirklich total gut, auch mit dem Kamerateam. Ich verstehe mich echt gut mit denen. Wir haben einen Riesenspaß. Auch das Moses-Team ist immer sehr darauf bedacht, dass es uns gut geht und versucht natürlich das Bestmögliche. Aber wie gesagt, dadurch, dass noch nicht so richtig feststeht, wo die Reise hingeht, wird es immer ein bisschen schwierig. Und das ist halt sehr, sehr zeitaufwendig. Also wir verlieren unglaublich viel Zeit, in der wir eigentlich nicht produktiv sein könnten, weil das noch nicht so richtig stimmt, ne? Also so von A bis Z durchorganisiert ist. Das ist sehr, sehr schade, aber ihr wisst ja, ich bin ein sehr lustiger Mensch, ich bin sehr spontan, ich bin sehr belastbar. Das liegt wahrscheinlich mit an meinen 4 Kindern, also das würde ich so jetzt von mir behaupten und deshalb sehe ich das Ganze positiv. Ich wollte euch einfach mal auf diese Reise mitnehmen und euch das Ganze zeigen, weil ich glaube einfach, dass auch viel schön geredet wird, dass immer so gesagt wird, ja und es war so, so toll und es ist so super, aber im Endeffekt darf man das alles gar nicht so glauben. Und ja, so ist es jetzt hier gelaufen in Gotha. Ich bin sehr gespannt, wie die Videos dann im Endeffekt werden. Ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn ich zu Hause drehe und weiß, wovon ich spreche. Und da wird mir halt einfach was vorgelegt. Ich kann mich eigentlich darauf vorbereiten. Ich bekomme Storybooks, die dann aber bisher jedes Mal so nicht übereingestimmt haben. Sagt mal übereingestimmt haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Jedenfalls ist es nicht schlimm. Also wir versuchen da immer das Beste draus zu machen und ja, haben einfach Spaß an unserer Arbeit und das ist eben das Wichtigste. Jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe 2,5 Stunden vor mir, leider, und die Strecke ist ja wirklich nicht die beste. Das habe ich euch, glaube ich, schon 10-mal erzählt, dass es ja nach Gotha
oder von Gotha nach Hause, ja, super anstrengend ist. Ne? Also immer 80, dann 50, dann kommen 10.000 Blitzer, dann fährst du wieder 30 und dann kommst du vielleicht mal ein bisschen auf die Autobahn, aber gerade mal 80 Kilometer und das ist halt echt nicht viel. Und deshalb brauche ich auch wahnsinnig lange bis nach Hause. Aber ich freue mich jetzt sehr, sehr, sehr auf meine Männer. Ich bin sehr traurig, dass ich das Wochenende nicht mit ihnen genießen konnte, das schöne Wetter vor allen Dingen genießen konnte. Denn eigentlich hätten wir ja das Ganze letztes Wochenende schon hier abgearbeitet, ne? Aber das habe ich euch ja auch schon zur Genüge erzählt. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal an dieser Stelle Schluss, fahr mal los und melde mich zu Hause nochmal bei euch. Also, bis später. Ich bin voll dunkel, ne? Sorry dafür. Mein Handy hat sich gerade verabschiedet und zwar geht gar nichts mehr. Also das Display funktioniert nicht. Ich habe hier oben eine Nachricht von Moritz und kann das nicht wegwischen. Also das komplette Display geht nicht mehr. Ich habe alles versucht, ich habe es ausgeschaltet. Ich habe ganz lang den Home-Button gedrückt. Ich habe die SD-Karte rausgemacht. Ich habe wirklich alles versucht und das Problem ist, dass darüber mein Navi läuft. Und ich den Weg ja jetzt nicht unbedingt auswendig kenne. Aber gut, okay, dann fahren wir halt nach Schildern. Wer hat mal früher gemacht, ne? Da gab es ja auch keine Navis. Wann war das, Heidi, in der Steinzeit oder was? Seitdem ich denken kann, gibt es halt echt Navis. Vor allen Dingen auf dem Handy. Und ich bin gerade leicht gereizt. Kennt ihr den Film von Mr. Bean? Ich glaube, Mr. Bean macht Ferien. Und da macht er doch die ganze Zeit diesen hier. Das will ich jetzt auch machen. Und zwar, wenn es hell ist und damit es alle sehen. So, am besten mit der Werbung auf meinem Auto. Oh, was ist passiert? Mist. Und mein Mann, der ist ja der Geilste, ne? Der veräppelt uns ja immer, ne? Veräppelt. Ihr wisst Bescheid. Den Moritz und mich, weil wir sind die Apple-Freaks zu Hause. Wir lieben einfach Apple. Wir stehen auch voll dazu. Und mein Mann, der hat so ein ganz günstiges Handy. Und der Max und die anderen, die haben Samsung. Und er mit seinem günstigen, ne? Ihm ist halt sowas noch nie passiert. Never ever. Und wenn er das jetzt mitbekommt, dann wird er mich weiter veräppeln. Zu Recht. Dieses Teil hier ist gerade mal 2 Jahre alt, ja? Mein iPhone 6 Plus. Ich könnte kotzen, Leute. Also gut, jetzt vertraue ich mal meinem Orientierungssinn und guck mal, wie ich nach Hause komme. Okay, los geht's. Ach, noch was. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für ein Handy habt. Das würde mich total interessieren. Seid ihr auch so Apple-Hasser oder sagt ihr Yay, Apple, go? Oder ihr sagt, mir scheißegal, was für ein Handy ihr habt, aber man kann telefonieren. Ja, wahrscheinlich bin nur ich wieder so ein Opfer. Oh, das nervt mich so. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo ich hinfahren muss. Aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin ja auch den ganzen Tag im Auto unterwegs, ne? Deswegen muss ich ja so viel tanken. Aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie nach Schildern zu fahren. Ich will einfach nur, dass eine Stimme mit mir redet und sagt, die nächste rechts bitte. Fahren Sie bitte die nächste links. Da geht gar nichts. Nix. Ich zeige euch das jetzt mal. Schaut. Hallo. Hallo? Hallo. Ich halte es nur hier zu, ne, weil da die Telefonnummer steht. So, wenn ich es jetzt ausmachen möchte, kennt ihr ja bestimmt, ne? Wenn ihr ein Apple-Handy habt, dann müsst ihr ja rüberwischen. Aber das geht nicht, um es auszuschalten, weil ich diese Nachricht hier hochwischen müsste. Das funktioniert halt nicht. Ach, der Moritz, der hat bestimmt irgendeinen Dreh, irgendeine Tastatur-Kombi und entsperrt mir das Ganze. Ich hoff's. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich finde es schon. Wenn nicht, sehen wir uns irgendwie in ein paar Tagen wieder. Ja, du freust dich. Ja, du freust dich. Yay. Ich bin wieder zu Hause. Yay. Ich bin auch nur 10 Minuten später zu Hause angekommen, als mein Navi angegeben hatte, als es noch funktioniert hat. Ja, egal. Der Moritz, der begutachtet es gerade und bringt mir das hoffentlich in Ordnung. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Und die Bella hat sich auch gefreut. Die hat mir als Liebesbeweis einen Schuh gebracht. Okay, meine Lieben. Also, ich hoffe, dass euch dieser Vlog und Einblick zu den Dreharbeiten in Gotha gefallen hat und ja, dass ihr euch gefreut habt, dass ich euch mitgenommen habe und jetzt mache ich Schluss. Ich freue mich nämlich jetzt auf meine Männer und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!